Edwin, was hast du das Gefühl? Du hast jetzt mit dieser Mannschaft zusammengearbeitet. Was ist das für eine Mannschaft? Wie steht die da? Ja, ich denke, wir laufen sehr, sehr gut, so dass wir müssen ganz jedem Spiel laufen und unsere Energie bringen. Und ja, manchmal, ich denke, mit einer jungen Mannschaft, wir können über Vertrauen haben oder nicht so viel Vertrauen haben, wenn wir verloren ein, zwei Spiele. So, das ist wichtig, gleiche Weg spielen, jedem Spielen bereit sein. Ich denke, das ist wichtig für eine junge Mannschaft. Und ein alter Spieler weiß, dass es ist 50 Spiele und er ist nicht zu hoch oder unter. So, wir müssen ja jeden Spiel gleiche Weg spielen. Aber morgen Abend schon mal zum Beginn gewinnen, das wäre... Das ist die wichtige Spiel, das erste Spiel heim, und wir müssen mit alle Energie kommen, und ich denke, ja, wir müssen morgen denken, wir müssen gewinnen, aber ich denke, wir müssen nicht denken vom Resultat, aber jedem Shift, wir müssen alles gegeben, ein Check, zwei Check, ein Schuss, das ist die kleine, jeden Shift ist wichtig. Thomas, es ist trotzdem auch noch ein bisschen ein Neuanfang in diesem Jahr. Zum ersten Mal spielt man als Sharks mit dem Hai im Logo auch. Das hat jetzt riesige Wellen geworfen, wo das aufgekommen ist. Wie ist das bei euch in der Mannschaft? Hat das auch so riesige Wellen geworfen? Nein, also Wellen schon gar nicht. Die meisten sind eben von der Region, haben in dem Sinne auch keine Verbindung gehabt zum Basler Stab. Und jetzt heisst es halt einfach Sharks und nicht mehr nur ERC Basel AG, sondern es ist halt noch der Haifisch dazugekommen. Merkt man da etwas? Hat sich da etwas verändert? Also zeigt mir jetzt, bevor man aufs Eis geht, jawohl, wir sind Hai und wir fressen die anderen, oder ist der Hai irgendwie ins Team eingeflossen? Nein, gar nicht. Also man hat ihn auf der Brust. Man ist stolz darauf, dass man das Basel-Leibli tragen darf. Aber wenn man vor allem aufs Eis geht, ist man fokussiert für den Match. Und ob jetzt da der Haifisch drauf ist oder der Baselstab, liebe Basel, bitte mir nicht übel nehmen, spielt für die Spieler keine Rolle. Wie ist es für dich? Du kommst aus der Region. Ja, Verständnis habe ich für alle Basler Fans. Man hat lange gekämpft, dass nach dem Drachen wieder der Baselstab kommt. Und dann kommt der Haifisch, der in dem Sinne eine grosse Verbindung hat zu Basel. Für mich persönlich, ich verstand auch den Hintergrund des Clubs. Man hat etwas machen müssen, Baselstab. Ist vielleicht nicht so sinnbildlich für die Jungen aus der Region. Man will die Region näher zusammenbringen im Eishockey, weil sonst wird man keinen Erfolg haben. Und dass die Kleinen auch in dem Sinn ein Blüstiel oder so zum Beispiel, ist natürlich ein Haifisch optimaler als ein Baselstab. Also ein einfaches Beispiel. Sie können sich viel mehr damit in dem Sinn identifizieren, die Kleinen. Adrian, wie siehst du das etwas aus der Distanz, nicht als Basler? Du hast damals noch beim EHC Basel nicht als Shark gespielt. Ja, ich denke, für mich ist es ein bisschen egal, wer der Sharks oder Ball. Ich habe gespielt für Lightning, für Canucks und viele Spiele. Bei viele euch gibt Mannschaft. Es viele solche Tiere da drin. So. Aber Spieler muss Stolz haben und ja, er muss Stolz haben und gut die Stadt repräsentieren. Das ist wichtig. Aber ja, für mich ist es das ist kleine Detail, diese, wenn es ist ja, am Jersey, am Trikot, es ist nicht so wichtig. Reden wir ein bisschen über das Eishockey hier in der Region Basel. Wir sind schon mit drin. Jetzt hört man oft, Basel ist keine Eishockey-Stadt. Adrian, als du hier hingekommen bist, hat man dir vielleicht auch mal gesagt, Basel ist eigentlich gar keine Eishockey-Stadt, das ist eine Fußballstadt. Wie hast du das erlebt? Ja, es ist klar, es ist eine Fußballstadt. Wir haben, ich denke, mit EHC Basel, wenn wir waren in die A-Liga, eine sehr gute Saison. Und manchmal wir haben viel Zuschauer, manchmal nicht. Aber ich denke, was wir brauchen, ist ein bisschen eine Show. Es ist, wie es ist, Entertainment. Und ich denke, was ist wichtig ist, vom Grund zu haben, ja, gute Junior-Programm und Piccolo und dann
viele junge Spieler können besser hier werden und muss nicht gehen zu anderen, zu Davos oder Kloten. Und ich denke, das ist, wo wir müssen anfangen. Aber ja, ich denke, es ist hart, Gegenteil mit FC Basel, das ist nicht einfach. Aber wenn wir bringen Energie und Entertainment, ich denke, manchmal, wir haben gespielt einmal mit gegen Langnau, wir haben 7000 Leute und das war die Playout. So, es ist möglich, zu haben viele Zuschauer. Thomas, du kommst aus der Region, hast auch quasi eine klassische regionale Karriere durchlaufen mit Rheinfelden, dann zu uns Gesissach, andere Club, dann zum EHC Basel. Wie siehst du das? Hat es Platz für Eishockey in der Region? Ja, auf jeden Fall hat es Platz. Ich meine, Basel ist eine riesige Stadt und wenn man die Agglomerationen dazu zählt, sollte man eigentlich denken, dass man die Halle zumindest halb füllen kann. Wäre schön. Also, dann fängt der Puls auch von den Spielern höher an zu schlagen. Bekanntlich sind ja zuerst auch jetzt im Eishockey der sechste Mann auf dem Feld. Und das ist das, was wir uns wünschen. Und das ist das, was wir eigentlich auch im Hintergedanken oftmals haben, dass wir die Halle wieder langsam ein bisschen füllen können. Klar ist, dass es auch Zeit braucht. Das Hockey war halt ein bisschen verschwunden gewesen, dort in der Stadt. Ich war als kleiner Knirps noch auf der Margrethe schauen. Dort war mein Traum, dass ich nachher auch mal beim EHC spielen kann. Jetzt ist es soweit. Ich freue mich, wenn noch mehr würden kommen. Darum Aufruf, kommen alle in die Arena morgen. Geht's los. Trotzdem, eben, du bist einer der wenigen Basler, die jetzt in diesem Team sind. Hat es nicht einfach die Grundbasis nicht gehabt in der Zeit, wo du angefangen hast, Eishockey zu spielen? Oder die Jugendlichen, die jetzt sollten mit dir in der Mannschaft sein? Also ist wirklich der richtige Weg, jetzt, dass man von Grund auf noch mal versucht, den EHC Basel aufzubauen? Ja, das ist ganz sicher der richtige, also eigentlich der einzige Weg. Wenn ich jetzt die Junioren anschaue, was ihnen geboten wird, was sie für Möglichkeiten haben, wie professionell schon im Juniorenbereich geschafft wird, dann sind da wahnsinnige Fortschritte gemacht worden. Und ich denke, mit der Zeit, in den nächsten paar Jahren, wird ich sicher nicht mehr der Einzige sein in Basel. Und da werden die einen oder anderen nachkommen können. Wo ist ein bisschen hart, so als einzige Basel, oder ich glaube zwei sind im Ganzen, beim EHC Basel spielen? Ja, schade. Also ich hätte es gerne, wenn ich noch mehr würde kennen von der Juniorenzeit. Mit dem Blefzeit habe ich früher mal noch ein bisschen spielen. Ja, es wäre schön, weil man hat halt schon eine nähere Verbundenheit, wenn man selber hier gross geworden ist, als wenn man jetzt einfach aus der halben Schweiz auf Basel reist und für den Club spielt. 061 live, das heisst auch mitdiskutieren, Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt und die Gelegenheit nutzen wollt, die beiden etwas zu fragen zum EHC Basel, zu ihrer Karriere, dann könnt ihr das, könnt uns anrufen ins Studio auf die Telefonnummer 061 202 95 40 061 202 95 40.